Zukunft der Polizeiarbeit. Engagierter Nachwuchs für eine sichere Gesellschaft. Anwärterinnen und Anwärter, bitte heben Sie die Schwurhand. Ich spreche Ihnen die Eidesformel in Absätzen vor. Bitte sprechen Sie mir nach. Ich schwöre. Ich schwöre. Meine Kraft dem Volk. Meine Kraft dem Volk. Und dem Land Sachsen-Anhalt zu widmen. Und dem Land Sachsen-Anhalt zu widmen. Es ist schön, dass Sie hier heute Ihren Amtseid geleistet haben. Dazu beglückwünsche ich Sie sehr, sehr herzlich. Fast 500 Polizisten und Polizistinnen wurden in der Ballhaus-Arena in Aschersleben unter der Leitung von Innenministerin Dr. Tamara Zieschang vereidigt. Neben Freunden und Verwandten der angehenden Polizisten nahm auch Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Dr. Rainer Haseloff an der Veranstaltung teil. Unter den Anwärtern befinden sich derzeit 263 Frauen und Männer, die eine Ausbildung beginnen, sowie 205 Studierende an der Fachhochschule der Polizei Sachsen-Anhalt. Mit dieser Zeremonie bekräftigten die neuen Polizisten ihr Engagement, den Rechtsstaat zu schützen und für Gerechtigkeit einzustehen. Tamara Zieschang hob die Bedeutung dieses Eides hervor und ermutigte die Anwärter, die Werte und Prinzipien, für die sie nun einstehen, stets im Blick zu behalten. Also es ist ganz wichtig, dass wir Nachwuchs für die Landespolizei bekommen und ich bin froh, dass der Beruf der Polizistin, des Polizisten unverändert hohe Attraktivität auch bei jungen Menschen genießt und deswegen konnten wir jetzt eben fast 500 junge Menschen für diesen Beruf begeistern. Sie haben im März oder im September ihren Dienst an der Fachhochschule begonnen und heute war für die Anwärter, die ihre Ausbildung oder ihr Studium an der Fachhochschule der Polizei in Aschersleben machen, ein ganz wichtiger Zwischenschritt. Sie sind vereidigt worden und die Vereidigung haben wir heute vorgenommen. Und es ist immer ein schönes Bild, so viele junge Menschen zu sehen, die sagen, ja, wir treten für das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland ein, ja, wir treten für die Landesverfassung ein und wir sind bereit, für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger im ganzen Land einzustehen. Ich bin froh, dass sich so viel auch haben für den Polizeidienst gewinnen lassen. Das heißt, dass wir alle Stellen, die wir zur Verfügung haben, auch wirklich voll bekommen haben. Die Nachfrage also sehr groß ist und wir auch wirklich eine Auswahl treffen konnten der Besten. Denn gerade für den Polizeidienst braucht man, wie gesagt, gefestigte Persönlichkeiten mit gutem Leistungsvermögen und auch mit einem Engagement, was wir, denke ich mal, jetzt auch in den nächsten Monaten während des Studiums, aber eben dann auch im Dienst zukünftig erleben werden. Wir brauchen eine starke Polizei, die Herausforderungen wachsen und deswegen ist es wichtig, dass wir den Bürgerinnen und Bürgern auch den Eindruck und auch die Sicherheit geben, dass der Staat seine Aufgaben erfüllt und dafür sorgt, dass sie selber auch persönlich sicher sind. Die Einstellung von Polizeianwärtern hat in Sachsen-Anhalt in den letzten Jahren zugenommen. Die Landesregierung hält an einer Mindestzielzahl von 7.000 Polizeivollzugsbeamtinnen und Beamten fest, die möglicherweise aufgrund neuer Herausforderungen erhöht werden könnte. Aktuell leisten rund 6.440 Polizeivollzugsbeamte ihren Dienst, was einen signifikanten Anstieg seit 2019 darstellt. Um den Nachwuchs gezielt zu rekrutieren, wurde die Kampagne Nachwuchsfahndung ins Leben gerufen, die kontinuierlich weiterentwickelt wird. Besonders angesprochen werden junge Menschen zwischen 16 und 37 Jahren mit Abitur oder mittlerer Reife, die sich jederzeit bewerben können. Es ist mir in den Haushaltshandlungen gelungen, dass wir das Budget für die Landespolizei insgesamt deutlich steigern konnten. Ich nenne Ihnen einfach mal eine Zahl. Im Jahr 2026 werden wir über 900 Millionen Euro für die Landespolizei investieren können. Das ist sehr, sehr gut investiertes Geld. Da geht es sowohl um die Bezahlung der Gehälter, aber natürlich auch um die Ausstattung der Kolleginnen und Kollegen in der Landespolizei. Wir müssen eben auch modern ausgestattet sein, um gute Arbeit für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger zu leisten. Also insofern bin ich erstmal sehr froh, dass wir ein solches Ausrufezeichen für innere Sicherheit auch im Rahmen der Haushaltsverhandlungen im Kabinett leisten konnten. Jetzt liegt der Ball, oder zumindest ab nächster Woche wird der Ball im parlamentarischen Raum
liegen. Aber ich habe auch schon erste Gespräche mit Parlamentariern geführt. Und dieses Ausrufezeichen für die Stärkung der inneren Sicherheit, was wir auch in diesem Doppelhaushalt 25/26 verankern wollen, ich denke, daran wird in keinem Fall gerüttelt. Sie haben einen kleinen Wermutstropfen angesprochen. Das ist der Bereich der Polizeiverwaltung, der zunächst auch von der Nachbesetzungssperre betroffen ist, die für 2 Jahre erstmal von der Landesregierung beschlossen worden ist. Der Landtag hat ja das letzte Wort. Nachbesetzungssperre kann eben auch Spezialisten im LKA treffen, Forensiker, IT-Spezialisten. Aber, und das hat mir auch der Finanzminister versichert, es gibt in Einzelfällen gut begründete Ausnahmen von der Nachbesetzungssperre. Und ich denke, bei einem Forensiker, bei einem Spezialisten im Landeskriminalamt habe ich dort gute Argumente. Für jemanden in der allgemeinen Landesverwaltung nicht so gute, aber für Spezialisten, gerade im LKA, habe ich sehr, sehr gute Argumente. Es geht nur um die Frage, kann, wenn jemand altersbedingt ausscheidet, kann dann eine Stelle nachbesetzt werden. Das kann den Forensiker im Landeskriminalamt treffen. Bloß dadurch, dass ich daher wirklich einen absoluten Spezialisten brauche, den ich nicht anderswo in der Landesverwaltung umsetzen kann, sondern da brauche ich eine ganz hochspezialisierte Ausbildung. Da kann es eben im Einzelfall Ausnahmen geben von der Nachbesetzungssperre. Und ich glaube, dass wir gerade bei diesen Spezialisten im Landeskriminalamt gute Argumente für Einzelausnahmen haben. Ansonsten ist es so, wenn jemand ausscheidet und auch eben in der allgemeinen Verwaltung, beispielsweise auch im Innenministerium tätig ist, dann kann ich natürlich versuchen, eine Nachbesetzung aus dem bestehenden Verwaltungsbestand zu ermöglichen, aber ich darf niemanden von außen neu einstellen. Die Zusammenarbeit zwischen Polizei und Justiz ist von entscheidender Bedeutung für eine effektive Verbrechensbekämpfung. Beide Institutionen spielen unterschiedliche, aber komplementäre Rollen im Rechtssystem. Die Polizei ist in der ersten Linie für die Aufklärung von Straftaten und die Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit zuständig. Sie nimmt Anzeigen entgegen, führt Ermittlungen durch und sorgt für die Festnahme von Tatverdächtigen. Die Justiz hingegen hat die Aufgabe, die rechtlichen Verfahren zu leiten und faire Urteile zu fällen. Sie überprüft die Beweise, die von der Polizei gesammelt wurden, und entscheidet über die rechtlichen Konsequenzen für die Täter. Diese enge Verzahnung ist entscheidend, um sicherzustellen, dass Verbrecher zur Verantwortung gezogen und die Gesetze eingehalten werden. Aber es gibt ein Ermessen, was auch Richterinnen und Richter natürlich ausüben können. Und da muss man sich sozusagen immer auch sehr nah an der gesellschaftlichen Wirklichkeit auch orientieren, was die Akzeptanz eines Rechtsstaates anbelangt. Da können alle mitwirken. Aber auf der anderen Seite heißt das eben auch, Richterinnen und Richter wenden ja die Gesetze an, so wie sie politisch beschlossen werden. Und wenn wir gesellschaftlich gesagt bekommen von Bürgerinnen und Bürgern oder eben auch aus statistischen Entwicklungen, dass bestimmte Dinge sozusagen im Sinne von Abschreckung und Verhinderung verschärft werden müssen, dann müssen wir auch darüber reden, damit wir auch klar zeigen, dass der Staat seine Handlungsfähigkeit jeden Tag unter Beweis stellt. Die Vereidigungsfeier war nicht nur ein feierlicher Anlass, sondern auch ein Zeichen für die Zukunft der Polizeiarbeit in Sachsen-Anhalt, die durch den engagierten Nachwuchs weiterhin gestärkt werden soll. Mit frischem Elan wird dieser Nachwuchs dazu beitragen, die Herausforderungen der kommenden Jahre zu bewältigen und das Sicherheitsgefühl in der Bevölkerung zu fördern.